Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ben Masterful ist mal wieder dabei. Mit den Webstars. Mit den Webstars, genau. Wir haben noch ein bisschen was über. Ja, ich habe auch noch ein Display. Noch zwei, ich sehe noch zwei Displays. Zwei Displays habe ich nämlich noch. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr mal ein Display-Unboxing sehen wollt, wollen wir 100 Daumen. Was? Ne? Wie willst du denn das hinkriegen? 100 Likes hier. Bam. Dann haben wir nochmal ein Display. Nur mit deinem coolen Daumenspiel. Ja, Daumenspiel, ja. Macht alle mit. Okay, du bist dran. Ich kann doch nicht den ganzen Display öffnen. Doch, können wir. So, das, achso, genau, ich gehe mal hier runter. Ja. Hier haben wir mal das Webstar-Sticker-Album und ein Display. Da haben wir schon mal ein bisschen was rausgezupft. Ja, 60 Typen haben wir noch. Ups, und die sind da unten verschwunden auf dem Boden. Ja, hol doch mal ein paar raus. Ich muss einfach rausschütteln. Ich blätter hier schon mal rein. Was für ein Album! Wir hatten diese komplett verrückte Idee während der EM 2016. Wie genial wäre es eigentlich, wenn man nicht nur die Top-Fußballstars, sondern auch die Top-Webstars als Original-Panini-Sticker sammeln, kleben und tauschen könnte. Wenn wir 100, da ist sie wieder diese Zahl, 100, für diese Aktion begeistern, Hammer! 100 YouTuber sind hier drin? Mehr. Mehr? Das ist noch mehr. Hier sehen wir schon 206. Alter Schwede, das ist viel. Kriegen wir das überhaupt voll? 216 von drei Displays. Boah, meinst du, kriegen wir das voll? Ja. Oh, ich habe schon so viele doppelt. Oh, posten und gewinnen. Wollte Mr. Trashpack nicht tauschen? Kann er nicht mit mir tauschen? Oh, Mr. Trashpack will mit dir tauschen? Nein. Nicht? Nein, ich leihe das mal an. Ja, das wäre cool, wenn der mit uns tauscht. Ja. Der wollte auf jeden Fall irgendwie tauschen. Die ganzen YouTuber tauschen ja auch ihre Sticker, die sie doppelt haben. Ja. Ihre eigenen. Ich habe eben gerade schon mal übrigens 10 rausgezählt. Ja, nicht gut. Haben wir es gerade mitgekriegt? Ja, wir gucken mal. Oh Gott, guck mal, ich hab da, man sieht da voll die Fettfinger drauf. Also, Moment. Das wird verlost. Wo reibst du denn da jetzt dran? Ja, irgendwo, wo ich reiben kann. Soll ich es woanders reiben? Nein. Was machst du? Hat überhaupt nicht geholfen. Ja, das ist ja super. Moment. Verlos es doch und dann verkaufst du bei eBay, wie getragene Unterwäsche. Angetouchtes Stickerheft. Toll. So, ich leg's mal weg, dann sieht man es nicht mehr. Aber ich will da gleich drin rumblättern. Ja? Ja. Ja, darfst du gleich. Okay. Ich fange mal einfach an. Ne? Ja. Mit den Webstars. Weil wir hier ja wieder nichts kennen. So, wahrscheinlich. Ja, wenn wir mehr als fünf. Siehst du, geht schon los. Ja. Massi. Wenn wir mehr als fünf Leute kennen. Ich will gucken, sag doch mal kurz Massi Nummer. Dann dauert das Video ewig. Mano! Oh, stopp, sagen The Chris Test Show. Nein, ich wollte ja gerne mal nachgucken. Guck mal, der macht bestimmt was mit Autos. Ja, was haben die eigentlich mit YouTube zu tun? Die haben zwar einen Kanal, ja, die machen doch nichts selbst. Ach so, aber. Das ist so ein. Das ist wie beim Webvideopreis, wo die Leute irgendwie. Webvideopreis, darf ich es kurz erzählen? Hm? Wer ist nominiert? Wie hieß sie hier? Heidi Klum. Ja. Und Kebekus auch. Warum? Die Kebekus machen nichts selbst. Die nichts machen, das sind Teile die aus, machen aus nix der Fernsehsendung. Das ja ist eigentlich voll schade. Das ist so lächerlich, dass diese, so jemand irgendwie dann nominiert wird. Ja, muss so ich ja echt mal Gute, sagen. Die irgendwie dann nichts kriegen. Ich finde das so schade. Ja, so und viele das gute ich, YouTuber. Naja, finde ich jetzt auch nicht. So, hier haben wir. Guck mal, hier darfst du gerne mal gucken, wer das ist. Warum darf ich denn das jetzt gucken? 95, ich weiß nicht, du wolltest unbedingt nachschlagen. Ja, aber warum darf ich das nachschlagen? Nachschlagewerk. 95, guck mal, ich bin auch voll schnell. David Ruessel. Rüssel, oder? Heißt er nicht Rüssel, der gebürtige Hamburger. Oh, ist ein Kampfsportfamilie groß geworden. Schon früh wollte David wie seine Vorbilder Bruce Lee und Sylvester Stallone zeigen, dass es sich lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Ziel erreicht. Auf seinem Kanal zeigt er regelmäßig Kampfkunst und Selbstverteidigungsklasse. Ah, okay. Deswegen auch. Achso, ich dachte, das wäre eine Baseballkeule, aber ist es gar nicht. Nee, es ist so ein Stock. Ja, so ein Stock. Nennen wir es Stock. Nein, deshalb, ich will auch machen. Du willst auch machen? Aber ich dachte, du guckst immer nach bei einem Sticker. Ja, will ich auch. Okay. Jetzt darfst du. Ach, das kennen wir eh hier. Frank Bros. Kelvin. Guckst du auch nicht, ne? Ich mit ja, Pranks nee. Ist ja eh alles gefaked. Ja, ich weiß, ich bin da auch nicht so. Ishtar Isik. Oh, ich habe das bei Aaron mal geguckt und Aaron kennt irgendwie jeden. Oh, wir haben Commander Kriger. Kriger. Und ich kenne irgendwie niemanden. Das ist der jetzt immer die ganzen das Frauen. Mal ein guter YouTuber. Ich kenne immer die ganzen Der Commander hat ja gesagt, er ist mit seinem Text, der hier drin steht, nicht so zufrieden. Echt? Das lese ich gleich. Ja, guck mal. Also erstmal kurz die hier, die hat ja einen Glitzersticker, okay. Deswegen wollte ich mal kurz gucken, wer das ist. Habe ich das schon mal nachgeguckt. Ihr erstes Video hat Ishtar am Tag ihres 15. Geburtstags 2011 veröffentlicht. Darin dankte sie ihren 6 treuen Abonnenten. Heute hat sie mehr als 1 Million. Sogar Justin Bieber folgt ihr. Bitte? Bei ihr findest du Tipps und Tricks rund um die Themen Beauty und Fashion, aber auch immer wieder lustige Videos aus ihrem Leben. Justin Bieber folgt ihr. Das kannst du aber ja. Okay. So, ja, was 124. Oh, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Er hat irgendwann mal gesagt, er ist mit dem Text bei ihm, der bei ihm steht, nicht zufrieden. Oh, da ist ja Tobinator, den will ich haben. Ich will Tobi. Dann schreib ihm eine E-Mail. Hm? Ja, so kriege ich den nicht. Nein, den kann ich auch gerne. Habe ich den nicht schon?
Danny Jessen. Schon gewusst, André Krieger als alias Commander Krieger ist einer der ersten YouTuber Deutschlands. Er hat 3 abgeschlossene Berufsausbildungen und arbeitete unter anderem auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA als Groupier. Sein größter Traum ist es, mit freilebenden Orca-Walen zu tauchen. Ist das jetzt schlimm, der Text? 3 abgeschlossene Berufsausbildungen? Ja. Hat er echt? Ich glaube ja. Das war mir so gerade neu. Also 3 hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber ich wusste, dass er auf jeden Fall welche hatte. Und dass er auf der AIDA gearbeitet hat, das weiß ich auch. Das hat er auch in seinem Blog so gesagt. Ja, aber das ist ja auch wichtig, dass wir hier reingucken können. Oh, jetzt hat er Abo Red weggekickt. Nee, also war gar nicht zu sehen. Studio 71. Bin ich wieder dran? Das war auf jeden Fall eindeutig. Dumm. Dass solche Leute in dem Sticker-Album sind, ne? Ja, gut, aber sie haben halt viele Abonnenten. Ne? Das ist es eben. Ja, das ist schon krass. Ich hab Alexi Bexi, Entschuldigung. Oh. Ich hab mich halt gefreut. Ich will mal kurz, sie hat einen Glitzer-Sticker. Ja. Debbie Flügel, habe ich das nicht schon geguckt? Achso, doch, das ist, glaube ich, ja. Genau, die Instagram und Weltreisen und bla, habe ich schon mal nachgeguckt. Ja, hier Alexi Bexi ist ja auch Hamburger. Ja, der ist Hamburger, den habe ich mal gesehen. Wow. Ich mag seine Videos total. Kennst du Alexi Bexi? Ja, ja, klar. Alexi Bexi kann ich sagen. Ja. Kenne ich, gucke ich auch hin und wieder. Videos. Und ich habe auch sein Unboxing zu den Stickern gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Warum habe ich das eigentlich nicht gesehen? Keine Ahnung, muss ich mir nicht angucken. Aber das ist sein. Ja, er sagte auch seine Meinung zu den einem oder anderen YouTuber. Ja, also ein Unboxing zu dem Bibi-Phone war legendär. Habe ich auch gesehen. Also hat er auch schön in den Dreck gezogen. Das ist fantastisch. Ich finde das so witzig, wie er die Sachen durch die Gegend schleudert. Auch geil sind seine Nutella-Videos. So. Ja, kenne ich auch. Also kenn ich auch. Alexi Bessi kann ich euch echt empfehlen. Kann also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das ist einer der vernünftigen YouTuber. Ja. Oder beim Haider, den möchte ich auch unbedingt haben. Den gibt es doch auch hier drin, oder? Klängern gibt es, glaube ich, nicht. Okay. Den Haider oder Klängern. Die beiden sind cool. Altana Banana TV. Hat der nicht letztens was geklaut? Das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Keine Ahnung. Der hat irgend so ein Video mega krass kopiert. Das war, glaube ich, der. Echt? Aus dem Englischen. Fast 1:1 die Geschichte geklaut von einem anderen. Ja. Von einem anderen Macht YouTuber. Man so, wenn man viele Abonnenten hat. Aber so tun, als ob das seine eigene Geschichte wäre, die er erlebt hat. Echt? Und hat es genauso 1:1 übersetzt ins Deutsche. Ja, das war so krass. Clever. Naja, ich glaube, das war er. Ich möchte jetzt nichts falsch sagen, aber ich meine, das war er. Mike Singer. Kenn ich nicht. Ist das ein Sänger? Nur weil Singer da steht, ist das ein Sänger? 65? Guck doch nicht jeden. Nein, nach. Ich will nur mal gucken, mich interessiert das. Vielleicht interessiert es andere Leute auch. Die haben gesagt, das so. Ah, er rockte The Voice Kids 2013. Siehst du, guck mal. Das finde ich doch schon mal einen guten Hinweis. Also, T-Zone, kennst du den? Nein. Ist gerade auf der Seite. Kann ich mal kurz gucken. Ja. Afrikanisch. Der ist ein. Afrika geworden? So war er nach Deutschland aus. Album. Aha, okay, Musik. Die macht wohl was mit Pferden? Die hatte ich auch schon mal. Maybe. Kamiloka. Macht die, meinst du, was macht die? Tanzen? Irgendwas mit ihrer Zunge. Sag Nummer. 1000 Grad Zunge. Nummer? Weiß ich nicht. Achso, 68. Ach, guck mal, ist auch direkt hier. Achso, aus der Soap, Berlin Tag und Nacht. Wer guckt denn das? Wer guckt Fernsehen? Ich nicht. Du? Ja, nee, auch nicht, ne? Wirklich. Matthew. Die testet Saunen. Ja, stimmt. Zeig mir die Nummer. 199. Okay. Sauna-Testerin. Alter, was hat die andere denn für krasse Augen? Ja, Photoshop. Sieht doch nicht echt, oder? Photoshop. Das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, man schickte das Bild selbst dahin, oder? Unter anderem im Theaterkurs und im Chor heute. Meinst du, haben die Bilder nicht selbst gemacht? 800.000 Abonnenten bei Musical.ly und Instagram. Alter Falter. Okay. Nee, die schicken sie selber hin, die Fotos. Ich glaube, die können selber ihr Foto hinschicken. Echt? Alter Schwede. Sind die echt so? Dreh mal um. Was macht die? Macht die Werbung für Augen? Für Augenfarbe? Du schiebst hier aber auch immer die Sticker rum. Ist doch scheiße. Nein. Doch. Makellose Selfies und eine Vorliebe für Beauty sind ihr Steckenpferd. Die jüngere Schwester von Lorena Ray. Ich bin dran! Dankeschön! Mano! Ja, Rob Bubble. Kennst du den? Nein. Der ist super. Kann ich auch sehr empfehlen. Das ist sehr lustig. Der macht auch sehr informative und nicht dumme Videos. Fand ich sehr cool. Auch über den Web Video Prize. Wow, die Klon nominiert. Der arbeitet auch manchmal mit, also macht auch manchmal was mit David Hein und so zusammen. Okay. Beauty vielleicht? Farina Opoku? Oder? Was meinst du? Weiß ich nicht. Interessiert dich auch nicht, ne? Nee. Victoria Sabina. Warum? Das ist eine Frau, das muss dich doch interessieren. Nö. Die liest viel bestimmt. Die ist Bücherfrau.
ist jetzt hier Quatsch. Free Kickers, Max. Guck's auch nicht, okay? Naja, ist eigentlich ein englischsprachiger Kanal, ne? Ja, ich weiß. Deswegen. Ne? Hashtag 2.0 Tour. Kenn ich auch nicht. Ist das die Gangtour? Das interessiert mich mal kurz, ob das die Gangtour ist, die ich da meine. Abfeiern, hier sicher Webstars. Die 2.0 Tour der Gang. Megastars, ja. Wie Dougie B, Simon Destin, Melina, Ape Crime, die Außenseiter, Mais, bla bla bla. Okay. Ja. Worldwide Wohnzimmer Dennis. Die kennst du aber, oder? Nein. Die Zwillinge? Okay. Nein. Die finde ich gar nicht so schlecht. Ich habe ja gesagt, das ist ein Fehler, die Serie mit mir zu öffnen. Xenia. Den kennst du aber. Okay. Hieß wohl ja. Typisch Cassie. Die kenne ich nicht. Breeding Unicorns, die kenne ich. Habe ich mal gesehen. Ja, ich auch. Die ist irgendwie ständig überall zu sehen. Aber ja. Ich habe keine Ahnung, was sie selber macht. Ich denke mal, das sieht ein bisschen aus, als würde sie so Cosplay oder sowas machen. Ja. Ne? Aber so Manga-Style. Ja. Also ich habe in der Tat mal, war ich mal auf ihrem Channel, aber... Ja, aber kannst du dich nicht erinnern, was sie gemacht hat? Doch, irgendwas mit, wie du sagst, Cosplay. Aber ansonsten... Alter Falter. Oh Gott, das ist ja mal wieder voll übertrieben. Es tut mir so leid, ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich bin immer so. Ja, guck mal, ja, ist sie das? Ja, das ist sie. Das ist sie, ne? Ja. Ja. Denise Bobe, das ist immer so, die sind immer so viel. Ich weiß immer, sehen die dann genauso aus, wenn die aufwachen? Die sehen doch dann ganz anders aus. Ja, da erschreckt man sich morgens. Road to Glory, na, weiß ich nicht, ob man sich erschreckt, aber man hat doch dann so zwei verschiedene Formen. Naja, ist vielleicht auch ein Ausdruck von Kreativität. Ja, genau, es ist so, kreativ und künstlerisch begabt. Marc-René Lochmann, das ist der kleine Bruder von den Lochis. Aha. Nein, natürlich nicht, es war ein Spaß. Mir kannst du alles erzählen, was du... Ich weiß, Thilo Jung. Okay, der ist so... Der möchte mal kurz wissen. Den möchte ich mal kurz wissen, was... Ja, so macht man nicht. Das war auch kein richtiger Erfolg, aber egal. Jung und naiv, Journalismus auf YouTube. Politik, ah... Wird von Politikern, als wäre ein Tilo später für den naiven Reporter. Okay, das sieht auf jeden Fall so aus, als würde er irgendwas Lustiges machen und Politik für Jüngere, um sich ihre Meinung zu bilden. Politik, das hört sich, das hört sich nach irgendwas Lehrreichem an. Lorena Ray, ach guck mal, das war vorhin die Schwester von ihr. Aha. Die Kleine hier mit den krassen blauen Augen. Ah! Tuka Tulu, den kenne ich. Okay. Der ist lustig. Der ist, macht Comedy, der ist cool. Der ist auch aus Hamburg übrigens. Ah. Lisa Marie Schiffner. Ist das die kleine Tochter von Claudia Schiffer. Ja, genau. Aber zeig nur mal, mit sieht N. Irgendwie süß sie wird aus. Mit N geboren. Ich weiß. Zeig mal, welche Nummer das ist. Die sieht irgendwie süß aus. 197. Findest du dich nicht hübsch? Nö, nee, ist nicht so mein Typ. Nein, ach ja, stimmt. Was ich hübsch finde, findest du nicht schön. Ja, ist echt so bei uns beiden. Wo ich sage, die Frau, oh, mein Typ. Und sie dann, ah. Ich so, ja. Was? Aber bei Männern haben wir den gleichen Geschmack. Ja. Voll Beauty, komisch, Fashion, ne? Und Lifestyle. Okay. Ja. Ich sehe es mal nicht. Madame Tamtam. Was macht die denn? Tamtam macht die. Aber ich habe schon so viel gedoppelt. Mir fehlen auch noch voll viel. Ja. Ich will jetzt mal Trashy haben. Habe ich noch nicht. Ja, hatten wir nicht eben. Von Jan. Nee. Alexi Bexi hatten wir. Jasmin Azizam. Mal wieder eine, von der ich nicht kenne. Oh, Kelly! Meh. Ja, kenne ich, aber finde ich ein bisschen albern. Ich weiß, ich mag die trotzdem. Janik Brunke. Ich weiß, ich mag Kelly einfach. Die ist so schön bescheuert. Udo Bönstrup. Okay, auch nicht. Ich auch nicht. So, das letzte Tütchen, dann waren schon wieder 10. Jody! Ja, wer hier den Commander kennt, hier ist er noch. Ja, mal. Der kennt auch die Jody. Der oder kennt, wer Revi kennt, der kennt auch die Jody. Ja. Aber Jody ist ja durch Commander Krieger bekannt geworden, ne? Ja, so misch. Damals. Beides. Domino Cardi, kenne ich auch. Die ist eigentlich auch ganz süß. Nilofa Irani. Was ist das denn? OOTD. Was heißt das? Keine Ahnung, werde ich aber jetzt bei jedem Instagram-Bild bei mir hinzufügen. OOTD, okay. Hm? Mach mal. Und die letzte? Ah, wir Flygoober! Ja, mein Vater mag ihn total. Ja, ich weiß. Also mein Vater guckt irgendwie seine Videos immer. Und sagt dann, oh, Flying Uwe. Das ist voll lustig. Ist auch, glaube ich, ein Hamburger, ne? Ja, Flying Uwe ist ein Hamburger. Der war bei Big Brother. Echt? Ja. Oh, müssen wir gucken. Dadurch ist er bekannt geworden. Habe ich keine Also Ahnung, ich fand früher seine, was hat er, Kampfvideos, Kampfkunst, ja. Fand ich früher viel, viel besser. So vor 2-3 Jahren. Mittlerweile macht er auch noch viel Vlogs und so, ne?
Ja, man verändert aber auch irgendwie immer einiges. Das ist halt schwierig, immer das Gleiche zu machen. Ja, das war halt früher so. Du magst ja eh nicht so gern Veränderungen. Du machst doch keine Veränderungen. Doch, wenn die so langsam so gehen. Wenn die so langsam so gehen. Ja, das waren die Webstars. Macht trotzdem Spaß mit dir, auch wenn du nicht so viel Ahnung hast. Ja, ich glaube, wir haben das zum dritten Mal zusammen. Ja. Ich habe zwischendurch einmal ohne dich gemacht. Ja, kannst du gerne wieder machen. Ja, ich kenne halt keine. Aber ich finde das trotzdem bereichernd. Ja? Ja. Ja, ich suche mir die Leute, die ich gern gucke, lieber selbst aus. Ja, das ja sowieso. Das sollte man immer. Wen würdest du jetzt empfehlen? Na hier, guck mal. Commander. Krieger. Commander. Den Commander oder den Alexi. Und genau, das sind so die zwei... sind zwei Lichter in diesem Sticker-Album. Ich möchte noch Mrs. Vlog empfehlen, aber... Kannst du gerne, ist ja dein Video hier. Ja. Die anderen kennen wir nicht alle. Es sind ja auch viele fragwürdige Leute dabei, so wollte ich das sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und viele, die man halt einfach überhaupt nicht kennt. Aber ich bin immer ganz glücklich, wenn ihr sagt, ich kenne die auch alle nicht. Und ja. Irgendwann, ich hab's auch mal gesagt, das ist ganz gut, dass ich irgendwie zwischendurch mal nachgucke. Weil, wenn man sowieso keinen kennt, man guckt sich irgendwie fremde Leute einfach nur an, das ist auch langweilig. Ja. Dann macht man es immer so. Ja, danke schön nochmal fürs Mitöffnen. Auf jeden Fall. Schaut mal gerne bei ihm vorbei. Er macht die nicht. Ich mach die nicht, genau. Ich mach die bei dir. Du machst die bei mir, ja. Ich mach sie bei dir, ja. Ja. Däumchen da lassen wäre natürlich nett, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren könnt ihr mich hier unten kostenfrei. Das ist nichts mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Instagram von Sarah am Zocken. Genau. Da seht ihr auch, wenn ich streame. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Synchronklatsch. Yeah. Das hab ich schon wieder gemacht. Guck mal bitte. Nur vom Sticker aufreißen. Ja, weil der Lack überall nicht die trocken Kratzer. Ist. Can you look to me in darkness when there's no more light?